3, 27, also wenden. Wir haben es gleich geschafft. Jetzt werden die Reihen ja jedes Mal kürzer. Wieder 3 Kettmaschen bis zum letzten Stäbchen dieser Gruppe. 3 Wendeluftmaschen anstelle eines Stäbchens in die Lücke zwischen den 2 Stäbchengruppen. 2 Stäbchen und ein Stäbchen auf das erste Stäbchen der nächsten Stäbchengruppe. 5 Luftmaschen. Du ahnst es schon, 5 feste Maschen. Eine vor den 3 feste Maschen. Eine vor den 3 festen Maschen, je eine auf die 3 festen Maschen. Und noch eine feste Masche in die Kette danach. 5 Luftmaschen. Ein Stäbchen auf das letzte Stäbchen der nächsten Stäbchengruppe. 2 in die Lücke zwischen den 2 Stäbchengruppen. Und eine auf das erste Stäbchen der nächsten Stäbchengruppe. 5 Luftmaschen. 5 feste Maschen. Eine vor den festen Maschen, je eine auf die 3 festen Maschen, eine nach den festen Maschen. 5 Luftmaschen und da fehlt noch die eine. Ist das richtig? Ja. Ein Stäbchen auf das letzte Stäbchen dieser Gruppe. 2 Stäbchen in den Zwischenraum, also in die Lücke zwischen den 2 Stäbchengruppen und ein Stäbchen auf das erste Stäbchen der nächsten Stäbchengruppe. Das war schon Reihe 27, 31 hat es insgesamt. Stimmt das auch, was ich da gemacht habe? Ja, das stimmt.